Moin, willkommen zurück zu Tales of Xillia. Hier ist wieder Matti. Wir sind immer noch auf dem Weg nach Lakutam und hier ist mein neuer Skit. Moin. Moin, Skit. You seem to know a lot about golems. What was that you said about earth spirits? Golems are artificial constructs created by the Rashagol army through earth spirit channeling. They can only work within particular spirit climes, but they're very powerful. Impressive. Isn't she smart? Although she did just hear all that from Rowan. So she's just the conductor's parrot. Elise learns spirit arts through intuition alone, so she hasn't made a proper study of the subject. However, once she learns something, her ability to recall it is quite impressive. I learned a lot of other things too. Like Femmon is protected to the north and south by golems and the Thezebel Marsh. It's an impregnable defense. Impregnable, huh? Can you tell me what that means? Well... Perhaps it's time we expand our lessons beyond just spirit arts. Hey, Mila? Are you really Maxwell? I am. Had I not mentioned that yet? Having seen the strength of Mila's resolve, I have no trouble believing that to be true. So how come you look so normal? I have taken physical form by using the elements within a human body as a catalyst. Though it has proven to be an irksome vessel with many limitations. So Mila is Maxwell in a human body. Well, it doesn't change who she is, right? Let's leave it at that. It's still a little scary. But... haven't you always known Mila to be scary when she's angry about something? I guess that's true. Are they afraid of me? Or is that a sign of respect? Well, I suppose either will do. Schon wieder. Give it to us straight, Doc. How's Mila doing? I understand this Aspirixis device is quite advanced. But I can't imagine it could have healed such a grievous wound in so little time. When I first applied the Aspirixis, it caused such intense pain that she passed out. But now that she's more used to it, she can tolerate it, as long as she doesn't exert herself. Doesn't sound like she's ready for any kind of battle. Sorry, I shouldn't give you such a hard time. It's not like Mila would let a little pain slow her down, right? Thank you for the explanation. We'll take the lead for a while, and give Mila time to rest. As long as I'm on the battlefield, I'm sure we'll get by. Thanks, guys. Yay! Ja, wir müssen jetzt hier diese Karte nochmal ein bisschen absuchen. Kann ja sein, dass da wieder irgendwelche Sachen rumliegen. Und ich habe unheimlich viele Kommentare gekriegt, dass ich irgendwas falsch mache und irgendwas nicht richtig. Und dann habe ich hier was übersehen und bla und Kohle und dies, jenes. Mag sein, ja. Ich meine, ich spiele das ja auch nur aus Spaß an der Freude. Und man muss auch immer damit einhergehen, dass ich das alles nicht am Stück aufnehme. Yeah. Deswegen kann ich auch noch ein bisschen darauf eingehen, das stimmt. Aber ich weiß jetzt nicht mehr hundertprozentig genau, was da fehlt. Ich muss unbedingt mal eine Liste aufmachen, was es so an Quests gibt, die ich noch habe und welche Gegenstände man überhaupt dafür braucht. Das sind ja meistens so normale Mob-Drops. Und, jetzt komm mal ehrlich. Hab ich gerade Elvin verprügelt? Das sah ein bisschen so aus, ne? Aber es war schon eine recht gute Idee, dass wir hier die Schwierigkeit ein bisschen hochstellen. Auch wenn das jetzt gerade nicht so wirklich aussieht, als wenn wir dadurch Boni kriegen. Aber naja, das steht mal wieder auf einem anderen Blatt. Judy, wie war das noch? Springen konnte man nicht mehr, ne? Ging nicht. Regel Nummer 1, es wird nicht gesprungen. Es wird nicht gesprungen. Ja, wenn das Essen hier mal ein bisschen billiger und in der Relation zu den Effekten steht. Let's see. Look, Alvin's writing another letter. My dearest, now that the interseasonals have blown their last and the spirit climb has settled, my thoughts stray to you and your well-being. He's so formal. He's gotta be writing to a woman. That reminds me, Jude. How come you didn't answer any of the letters I sent to you in Fenmont? I didn't know what I was supposed to say. You only ever talked about yourself. Also, your penmanship could use some work. I can't believe you! You blow me off and still have the nerve to complain! But I could barely even decipher them.
You yank the pen so hard it tears the paper. Well, maybe I'll just copy you. Your cutesy little bubble letters are straight from a little girl's diary. What? Guys aren't allowed to write neatly? That's sexist. I'm not being sexist. That's exactly how it looks. Then you've proven my point. You are sexist. I'll never run out of things to write about with these people around. Ach, sein Humor ist einfach nur grandios. Ja, der Big Doom Train hatte mir geschrieben, das wäre so ein bisschen der Zellos-Verschnitt hier in diesem Spiel. Aber nee, würde ich nicht sagen, weil Alvin ja doch noch ein bisschen, ja, so stilvoll trocken ist. Er hat einfach so einen richtig geilen Humor und das feiere ich so richtig an ihm. Ja gut, er ist so ein bisschen der Schlag-in-die-Fresse-Typ, ne? Ja, das muss man auch nochmal dazu sagen. Aber sympathisch. Sympathisch auf jeden Fall. So, mal Kiste auf. Rabenschwarze Feder, Fünef mal. Ach ja, da hatten wir beim letzten Mal eine gekauft und haben die noch nicht eintauschen können. So war das. Jetzt komm. Ist hier noch was in der Ecke? Das sieht so wichtig aus hier. Ach Leute. 100 Millionen Viecher ist alles so Bubble-Bobbles, die mir so hinterher rennen. Blocken ist feige. Weghauen ist richtig. Guck mal, so geht das. Es ist ja jetzt nicht so unbedingt, dass das schwieriger geworden ist mit den Kämpfen hier. Es ist einfach nur Mana-intensiver. Weil wenn man sich das mal anguckt, unsere Lebensenergie, die bleibt ja. Die ist ja konstant geblieben. So, jetzt muss man gerade gucken, wie das mit Leia aussieht. Was wird das denn? Hat Alvin da gerade versucht, ein Kamehameha zu ziehen? Glaub schon. Ja, Black Belt. Am Arsch, Black Belt. Du musst auch mal ein bisschen verarbeiten. Ach, guck mal an. Fertigkeitsbuch Seelenteil? Ein Buch? Hä? Mit dem die Gruppe Zugang zur Fertigkeit Erfahrungsbeteiligung erhält? Was ist das denn? Also, warte mal. Ach, das ist... Da ist er ja. Erhalte Bonuserfahrung, ohne am Kampf teilzunehmen. Das ist mal ganz cool. Das gebe ich einfach mal allen, die jetzt nicht so zur Stammgruppe gehören. Das ist echt klasse. Und sowas liegt hier einfach mal so rum. Ja, ja. Nimm einfach. Nimm mit. Liegt hier so. Ja, im Vorbeigehen. Einfach mal was richtig Geiles. Ja, das gibt's aber nicht in jedem Spiel. Sonst musst du da immer ein DLC verkaufen. Kannst halt nicht so. Immer aus eigener Kraft was freispielen. Das war so schön damals, aber mittlerweile geht das nicht mehr. Jesus, Maria und Josef. AZ-Bonus, Atzen-Bonus. Den ganzen Tag. Also, jetzt habe ich natürlich den Mega-Modus hier nicht so wirklich optimal genutzt. Aber das ist ja. Das ist ja vollkommen Wumpe. Guck mal, die komischen Glatzenhaine da mit ihrer. Was ist das, ein Zepter, was sie da in der Hand haben? Ja, die können halt auch so. Die kriegen wir auch so kaputt. Ja, jetzt. Also, wenn man den Schwierigkeitsgrad hier so hochschraubt, ne? Das hat scheinbar hier nicht so wirklich was auf die Schwierigkeit von den Kämpfen. Ja, wirkt ja nicht so aus. Aber der Mana-Pool, der ist viel, viel schneller leer auf einmal. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Spitze Kralle. Oh, the lady. Altenpflege, moin. My aching back. Your back hurts? Want me to give you a little therapeutic massage? Oh, that's very generous of you. Don't coddle the elderly kid. It never ends well. But he's in pain. I am grateful for the sentiment, Jude. But I worry that your hands might not be strong enough. That's what Perhaps she said. A massage from a nubile young woman would be more effective. You mean me? If I had the four, I'd have Ifrit bathe your back in flame to increase blood flow. Then have Gnome send tremors up and down your spine. That would clear it right up. But I suppose I could still do most of that with my own arts. Go ahead. Show me where it hurts. Oh, I'm fine, really. Aches and pains are old friends to a man my age. Let's be moving on, then. Huh? You don't want the massage? See what I mean? Yeah. No more coddling. Yep.
schon wieder. Are you ladies feeling well? Anyone need a break? I'm okay. You sure are friendly. I thought mercenaries were supposed to be gruff and scary. That's just a stereotype. Although there certainly are a few like that. A true pro uses good manners and a kind demeanor to compensate for the job's shadier aspects. Huh. I guess Alvin would be even worse if he was rude as well as devious. I suppose. Man, you really are cool if you can let comments like that roll off your back, little buddy. Right? Sass from stuffed animals, cheeky teenagers calling me little buddy. Nope, don't care one bit. So. Wo war nochmal die Karte? Ne, das war die Hauptkarte, die brauche ich nicht. Von da unten komme ich her, von Lakotam Sea Haven. Das haben wir schon gemacht. In der Richtung müssen wir später nochmal was tun. Ja, ich möchte einerseits auch weiterkommen in dem Spiel, aber andererseits möchte ich auch alle Sachen sehen. Nur geht es mir gerade ein bisschen auf die Klöten, dass hier so viele Monster rumlaufen, die uns, sind wir mal ganz ehrlich, sowieso nicht mehr das Wasser reichen können. Es gab ja eine große Leveling-Phase, da waren wir, glaube ich, in... Ich hätte jetzt gesagt Heimdall, aber das stimmt nicht. Jetzt vergessen wir die Stadt hieß. Ja, irgendwie, die Städtenamen in diesem Spiel, die kriege ich überhaupt nicht auf die Kette. Irgendwie ist das schwer. Irgendwie ist das ultra schwer. Ich habe auch eine ganze Menge nicht gefunden, weil ich nicht überall hingegangen bin auf Anhieb. Es ist verwerflich, Kinder. Jetzt gibt es erstmal Gemüsesticks. So. Gemüsesticks, wo sind die denn? Das ist doch gut. Gemüsesticks klein ist in deinem Magen verschwunden. Ja, ja. Lecker Gemüsesticks. Guck mal, das sieht doch schon wieder so auffällig aus. Da muss es doch irgendwas geben. Leute. Ehrlich jetzt. Nichts. Wenn wir nicht da reinrennen, dann ist da, weiß ich nicht. Wie hieß nochmal dieses Teil da aus dem Star Wars hier? Dieses Vieh mit dem riesigen Magen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das hieß. Jabwal oder irgendwie sowas. Ihr wisst schon, aus dem 6. Star Wars, wo Boba Fett reingesprungen ist, beziehungsweise reingeschmissen wurde. Was hinterher noch einen Schnabel gekriegt hat in der überarbeiteten Version. Habe ich mir mal irgendwann auf dem Star Wars Wiki, da bin ich, glaube ich, mit dem Fernbus gefahren und habe dann richtig lange gucken müssen, dass die Zeit nicht mir zu lang wird. Und da ist ja schön WLAN. Und dann habe ich mal geguckt und mir solche Star Wars Sachen durchgelesen. Irgendwas mit mehreren Vokalen hintereinander ist das. Ich hab's jetzt vergessen. Ich hab's nicht mehr so auf der Kette, aber das ist ja auch egal. Solche Viecher, die dann 30 Jahre lang irgendwelche Menschen da verdauen. Dann sehr schmerzhaft und alles. Ja, gibt's in der Wüste von Tatooine. Da einmal so ein Tier rum. Aber auch woanders. Werden auch teilweise als Götter verehrt, zumindest in irgendwelchen Videospielen von Star Wars. Naja. Nice to know, aber das ist auch unsinniges Wissen. Ich fand sowieso am besten, dass irgendwann mal in Euder City gesagt wurde, dass Prinzessin Leia jetzt mittlerweile eine Disney-Prinzessin ist, ne? Überlegt mal. Die reiht sich da in eine Sparte ein mit Jasmin und Ariel. So ist es. Ist jetzt vielleicht eine Hiobs-Botschaft für alle Star Wars-Fans, die das gerne mal getrennt hätten, aber nein, Leute, das ist der Lauf der Dinge. So ist es eben. So, jetzt bin ich hier. Ach, guck mal, einer staunen. Xiandu, Zentralbezirk, da muss ich hin. Lakotam Sea Haven, da... Seehafen. Ja, sei Sea Haven. Aber auch mit V. Oh, Cutscene. Schön. Nein! Verpiss dich, Junge. It's a miracle. You can walk. Ivor, what are you doing here? Who's this guy? Mila's handmaid. Now that your legs have healed, you must return to the village at once. Please, if something else were to happen to you, I don't know what I'd do. Jetzt geht er aus dem Haus. I cannot return yet. I have business in Fenmont. In that case, allow me to accompany you. Nein. That won't be necessary. I have all the help I need. From these people? These people, Jude and Leia here, helped me walk again. They can be trusted. Jude again? I'm Leia. Nice to meet you.
He's got some issues, huh? You must feel pretty pleased with yourself now that Lady Mila is on her feet again. Well, I did promise I would help her walk again, and here she is walking. How dare you take credit for this miracle? It was all due to Lady Mila's divine power! It must have been! Maxwell, curse you! I was the one who was supposed to heal her! Sorry? That's right. Beg for your forgiveness, you phony! Atone for your blasphemy! What is he talking about? It would seem Jude keeps the most eccentric company. All of his acquaintances are so unique. Ivor, I gave you an important mission. Why are you here? I've not forgotten about the defense of the village. And the item you entrusted to me is safe. I have it hidden in a place known to no other. However, I recently received this. Maxwell is in grave danger. You must rescue her at once. I rushed forth immediately. I only just now caught up with you, Lady Mila. Who could have written something like this? I wonder. But in any case, it's mistaken. As you can see, I'm perfectly fu- Ivor, run! Ach komm. Das war mal bei Force of Fight genau in so einer Episode. Das passierte genau das gleiche. Da war der so Opa da. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der lebt, glaube ich, auch gar nicht mehr. Der ist auch so von so Wildschweinen da überrannt worden. Jetzt ramme ich dem Wildschwein hier meine Fäuste in Popo. Das ist ja auch cool, ne? Das ist auch cool, wenn ich jetzt die Objektdiebstahle bei diesem Typen hier mache. Meinst du, der hat irgendwelche Kronjuwelen gefressen? Wieso frisst ihr meine Kohlen? Ja, wir kriegen ihn kaputt. Boah. Inbegriff von Feige. So, komm. So, nochmal weiter. Und guck mal hier. Was wird denn da für Musik gemacht? Was ist das denn? Das Problem ist, dass ich gerade keine MP mehr habe. Wär's denn mal mit einem Mischgummi oder mit einem Ananas? Was ist denn jetzt besser? Spezial Plus, ja, das ist so arschteuer. Ach so. Leia ist kaputt. Ja, komm. Dann machen wir das doch nochmal. Nicht verwendbar. Schön. Wieso dauert das so lange? Ach, das kann ich ja auch irgendwie kürzer machen. So, wieso? Ach so, meine Gang hat dann ein Item eingesetzt. Muss ich natürlich mal wieder channeln und dann geht das weiter hier. Aber besonders einfach ist es gerade nicht. Aber da merkt man schon die höhere Schwierigkeit in den Kämpfen an. Ja, ich weiß auch nicht, was mit uns passiert wäre, wenn ich jetzt vorher nicht das Zeug gegessen hätte. Oh Gott, alle in Defense. So. Das ist eine schöne Aktion jetzt gewesen von Alvin. Nicht Alvin hier. Opa Kupalke. Es ist super schön, dass sie anfangen, hier die Items auch intelligent zu setzen. Aber das Schlimme daran ist, dass mir gerade so ein bisschen der Backdraft fehlt. Zumindest, dieses Knockback da, dieses Phänomen, dass du die Leute angreifst und dann fallen die ein bisschen zurück. Und ich muss mein Team mal ein bisschen ausgewogener darstellen. Momentan sind das ja alles Kämpfer. Ist aber auch ein bisschen, weil wenn man so durch die Wildnis rennt, erwartet man ja nicht, dass man direkt von so einem Schwein da angestachelt wird. Nee, das ist eigentlich eher nicht der Fall. Oh Gott. So posthum da mal blocken geht natürlich auch nicht. Dann sagt das Schwein gerne mal, nö, ist nicht. Komm jetzt. Ich finde sowieso so Gegnerkacke, die einen so in so eine Combo reindrücken und dann kannst du nichts mehr machen. Dann ist das Spiel vorbei für mich. So, jetzt habe ich dir mal richtig schön Faust in Popo gesteckt hier. Ne, jetzt fühle ich mich gut. Und Leute, einige Leute von euch haben mir auch sowas, ja, sowas Offensichtliches geschrieben, wie zum Beispiel mit Ananas-Gummi kann man sich heilen. Ich meine, hallo. Meint ihr wirklich, dass ich das nicht wissen würde? Aber dieses Timing da von diesem Wegspringen, ich glaube, das
passt auch nicht bei jedem Gegner. Nee, irgendwie fehlt da noch was. Okay, klaffende Wunde. Oh, jetzt geht's wieder los. Elvin. Ich finde dieses Timing, das Rowan da immer macht. Hilbert, dear again. Das ist nicht schlecht. Wieso ist denn jetzt hier so ein Gummivieh? Was soll der Scheiß denn jetzt? Da habe ich nicht bestellt. Ach so, ich bin ja gestorben. Ah, ich wundere mich schon, warum ich keine Spirit-Energie aufbaue. So, warte mal. Jetzt. Wir haben mal Tacheles hier, ne? Nee. Warte mal, jetzt bin ich wieder sie. Ne, das geht auch. Haben wir zumindest mal zuverlässig dieses Tier hier weg. Sehr nett von dir, Kleine. Ist der Dicke jetzt tot? Nee. Ach, ich habe ja noch nicht ihre neuen Attacken da reingemacht. Aber ist trotzdem mal lustig, mit ihr wieder zu spielen. Macht Spaß. So. Gut, dann wollen wir mal tauschen. Nee. So, das habe ich doch gerade gedrückt. Warum macht die das denn nicht? Nee. Das ist jetzt was ganz anderes. So, jetzt können wir nämlich auch ganz... Ho. Ich habe die Kuh umgeworfen. Nicht die Kuh umwerfen. Und dann können wir wieder so einen Spaß hier machen. Dann geht das alles ein bisschen einfacher. Ja, dieses... This isn't good. Ja, am Arsch hier, Jude. Stell dich so an. Natürlich ist es auch klasse, jetzt so eine super Combo-Attacke zu machen, wenn man keine MP mehr hat. Oh, komm. Der stellt sich da doch nur hin mit seinen Hörnern. Okay, weiter geht's. Nee. Das funktioniert so nicht. Aber jetzt ist das Vieh eh gleich kaputt. Deswegen. Keine Probleme. I won't get through. Das ist aber auch ein bisschen feige, da die ganze Zeit so andere Gegner da zugeschwirrt wirst. Ach, jetzt hat er es einmal gemacht. Ist ja der Wahnsinn. Aber komm, irgendwo ist auch mal genug jetzt hier, ne? Ich sehe da gar keine Lebensenergie mehr bei dem Vieh. Seht ihr da noch was? Hallo? Ich wollte mich hier, genau. So, weg. Jetzt der Rest vom Schützenfest hier. Das ist ja jetzt nicht so wirklich schwierig. Oh. Bon. Wollen wir nochmal channeln? Ach so. Ich drücke gerade auf die Knöpfe hier und irgendwie will der nicht. Ist das, weil ich verwirrt bin hier? Ich habe ja so ein komisches Symbol über dem Kopf. Vielleicht liegt das daran. Nee, da muss man einen klaren Kopf haben. Warte, jetzt mache ich gerade komplett einen Spürenkram hier. Ja, dann machen wir das ohne. Das geht ja auch. Wir haben ja jetzt schon so gut wie gewonnen. Ja. Das ist ja wieder mal eine Überlängenfolge. Das ist schade. Schade. So. Ja, nur weil das so ein riesen Superschwein gewesen ist. Aktivierter Effekt. Gemüsesticks. Krankheiten, Verbindungssiegel. Aha, da ist es doch. Die betroffene Figur kann sich während des Kämpfens nicht mit anderen verbinden. Beendet sie jedoch ihre Verbindung, bevor sie von dem Angriff, der das Verbindungssiegel bewirkt, getroffen wird, bleibt sie verschont. Diese Krankheit lässt sich also durch sorgfältiges Timing verhindern. Der Effekt Verbindungssiegel bleibt nach Ende des Kampfes bestehen. Natürlich. Du musst sie mit Hilfe eines Objekts oder einer anderen Methode heilen. Hm. Ja, und Opa Kupalke hat jetzt ein Level Up. Scheiße, ich dachte, er wäre gestorben. You call that timid? I thought you said the monster would be a pussycat now that it's Solomon Renome is here. That should be the case, unless with the four great spirits missing, the spirit climbs have essentially stopped shifting. Great. How will we cross Fezabel Marsh to get to Fenmont? Yeah. Cross Fezabel Marsh? You people are out of your minds! Only a wyvern could reach Fenmont at this point! Fortunately, it just so happens that I, the redoubtable handmaid, can be of assistance to Lady Mila. You know a way to get there? I have in my possession a wyvern, faithful only to me. I would be happy to transport Lady Mila to Fenmont. Ivor, is there any other way? Huh?
is, isn't there? Tell me. I have heard of a clan in Shandu that can control monsters. They raise wyverns there, apparently. I guess that's our next stop. Onward to Shandu. Ivor, thank you. Ivor? Shall we go? Yeah. You lying phony fraud! That's the bird that delivered the letter! You dirty bird! When Mila saves the four great spirits, she will need the key in your possession. This will be your chance to beat Jude once and for all. Wait until I contact you again. Then you will free the four great spirits and become Lady Mila's true champion. You won't get the upper hand this time, phony! Bis zum nächsten Mal dann. Wird schon wieder angegriffen von so einem Buffelvieh. Ja, ich wollte gerade schön abmoderieren, aber dann nicht. Oder mich vielleicht einfach nochmal um dieses Channeling dazu kümmern. Das wäre auch eine klasse Geschichte jetzt gewesen. Aber nö, gibt es nicht. Nee, das findet hier so in der Form natürlich nicht statt. Muss nicht sein. Obwohl ich sagen muss, dass mir dieser Schwierigkeitsgrad schon ein bisschen auf den Zeiger geht. Gerade nicht, weil es so ist, dass man es nicht schaffen kann, sondern weil es einfach nur länger dauert, habe ich das Gefühl. Ach ja, warum machen wir nicht mal eine halbe Stunde Tales of Cydia heute? Nach einer Viertelstunde schalten die Leute sowieso alle ab. Ist so. Warum nicht? Ist gut. Guckt ja eh keine Sau. Ja, und wenn du das gesehen hast, danke, ich mag dich. Ach, ist noch einer hier, komm. Es gibt auch Leute, die versuchen es 100 Mal, ne? Und die schaffen es nie. Kleiner Menderes hier. Bon. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.